Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Schokoblast. Heute spielen wir nicht Candy Crush, der ein oder andere kennt es vielleicht. Ja, bekannte Umsetzung oder sehr beliebt, in dem Fall insbesondere eine beliebte App. Nein, wir stellen euch Sugarblast vor, in dem Fall. Süßer geht's nicht, aus dem Hause Simon, cool Mini or not, und keine Miniaturen sind dabei. Vertrieb das Ganze über Asmodee. Ihr habt Durst, ihr trinkt Wasser, aber der Papa ist gleich dran. Wir steigen nämlich gleich ein während einer Runde. Wir spielen das Ganze zu viert. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und geht gerade mal 20 Minuten. Das ist unsere Auftragskarte, unser Ziel. Wer das Ziel erfüllt hat, der hat gewonnen. Das heißt, ich versuche jetzt noch 2 Grüne zu sammeln und 2 Lilanen, dann habe ich das gewonnen. Aber wir sind mit einer Runde und die Kinder bzw. die Silke, die sind ja auch nicht nachlässig. Das heißt, die haben natürlich auch schon Chips gesammelt. Wenn ich dran bin, tausche ich dem Fall einen Chip, also einen Bonbon, mit einem anderen Bonbon aus. Das heißt, ich tausche jetzt einfach mal den mit dem aus und habe jetzt ein Blast, ein Viererblast in dem Fall. Silke, wie ist es jetzt beim Dreierblast? Nehme ich ja einfach einen, nehme ich alle raus in dem Fall und setze im Prinzip das raus. Aber bei dem nimmst du die ganze Reihe raus. Und jetzt nehme ich mir natürlich alle. Nein, natürlich nicht. Das heißt, die liegen jetzt vor uns aus. Du bekommst jetzt einen von deinem Blast. Darfst du hier noch einen. Und dann nehme ich mir den. Die werft ihr aber noch nicht ins Säckchen, die kommen raus. So, und jetzt in dem Fall zu meiner Seite, da sitze ich ja. Das heißt, die werden jetzt einfach aufgeschoben. Und aufgefüllt. Vielleicht wäre hier nochmal ein Blast entstanden. Es kann ja hier oben noch eins. Die Alina zieht jetzt am besten mal für mich und legt jetzt einmal den hinten dran einen hin. Ah, das war nix. Schaffe ich überhaupt noch einen Blast? Hm? Nee, ja, doch, hier, wenn doch. Jetzt. Alina, jetzt brauche ich nochmal einen braunen. Wäre ganz toll von dir. Wäre schön, von wegen. So, und so geht es quasi immer reihum weiter. Das heißt, jeder tauscht praktisch ein Bonbon aus, dann in dem Fall. Jetzt kommt noch mal ein braunes. Komm. Nein, das war nichts. So, wichtiger Hinweis, die Alina ist 6 Jahre, braucht ein bisschen Hilfe, kann es aber auch schon gut spielen. Der Elias 8 Jahre, wir spielen das zu viert. So, Moment, volle Konzentration. Die Silke konzentriert sich. Nein, die muss ich natürlich noch einwerfen. Die kommen ins Säckchen zurück. Und hier gibt es verschiedene Zielkarten. Das heißt, wir haben jetzt diese Zielkarte, aber die können natürlich auch dabei sein. Eine Zielkarte kommt dann quasi vor. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Zielkarte und die geht's natürlich. Die Zielkarte hat 2 rote, einen lilan. Bei Melias läuft es gut. 2 grüne, 2 gelbe, ein brauner. Also auch nicht schlecht, aber bei der Alina sieht es auch super aus. So, jetzt überlegt man natürlich, was bringt. Man will natürlich Kombos machen, wie man es natürlich kennt von dem App. Kombinationen, also in dem Fall verschiedene Züge. Wenn du eine 4 und eine 5 hast, bekommst du ja mehr wie einen, hast du doch auch schon gehabt. Und ja, die Silke überlegt, aber ich glaube, ich hätte ja gerne meine Farben, aber das wird leider nicht. Das ist natürlich auch viel Glück dabei. Wir zeigen euch ja auch nur ein paar Kombinationen, dass das klar ist. So, die Silke hat jetzt auch wieder im Blast ein Dreier. Alle 3 kommen raus, die 2 grünen kommen auf die Seite, ein die grünen Behälter, jetzt wird wieder nachgeschoben. Schaut man, gibt es jetzt schon eine Kombo? Nein. Das heißt, die Alina, will ziehen. Natürlich, ganz klar. Und legt jetzt in dem Fall das Ganze rein. Und so funktioniert das Ganze. Es gibt noch ein paar kleine Besonderheiten. Wenn ihr ein Kreuz bildet oder eine L-Form, dann kommen die auch raus. Dann kommen unterschiedliche Blast- bzw. Teile kommen dann raus. Das ist auch sehr gut in der Anleitung angegeben. Aber meistens sind es Dreier- und Viererblast, wie man jetzt hier gesehen hat. Aber das ist in dem Fall das ganze Prinzip. Wir spielen weiter und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt und kommen dann, ja, relativ zügig dann zum Fazit, weil allzu lange geht ja das Spiel nicht. Übrigens, wir sind immer noch am Spielen. Jetzt schaut mal auf die Auslage, wie das jetzt bei uns aussieht. Das ist eine Katastrophe hier. Also von wegen 20 Minuten, manchmal kann es auch etwas länger gehen, wenn die Blast einfach nicht so laufen wie jetzt hier in dem Fall. Es sind ja kaum noch Chips da. Nur noch einer. Und das hier in dem Fall angegeben ist, dann wird es natürlich echt schwer, den Auftrag zu kriegen.
Na, was? Vorhin habe ich es gesagt, hat schon der Elias gewonnen. So, in dem Fall hat er drei braune und drei grüne. Das war das Spiel und jetzt machen wir noch ein kleines Fazit. Das war Sugar Blast, ein Spiel, was uns, naja, nicht wirklich überzeugt. Das ist zwar ganz witzig gemacht mit dem Schieben etc. Man kennt es ja von der App. Da wird aber automatisch von der App alles gemacht. Hier steuert man das nach. Es macht natürlich auch dieses Plastikgeräusch in dem Fall. Das stört den einen mehr oder weniger. Aber ist natürlich auch viel Plastik dabei. Aber ehrlich gesagt, ich spiele es ja kaum auf der App. Aber bevor ich jetzt die Auswahl habe, und ich bin ja Brettspieler, würde ich lieber die App vorziehen. So muss man ja wirklich sagen. Also hat mir jetzt nicht viel Spaß gemacht, den Kindern jetzt auch nicht so besonders, also ein Spiel, was ihr jetzt wirklich nicht unbedingt braucht, es sei denn, ihr sagt, ja, Jörg, ich finde es trotzdem super, holt es euch. Gar kein Problem, ist ja unsere Meinung. Uns hat es auf jeden Fall nicht überzeugt, das zieht sich dann doch teilweise in die Länge. Das haben wir jetzt übrigens vorher gerade wieder gehabt bei der Partie, sonst hätte ich euch die kompletten 20, 30 Minuten gezeigt, das hättet ihr wahrscheinlich gar nicht geguckt. Also kein Spiel, was uns überzeugt hat. Schade, wenn ihr es euch trotzdem holen wollt oder andere Produkte, schaut gerne in die Links rein. Immer wenn ihr über die Links bestellt, profitieren wir auch davon, ihr zahlt nicht mehr für das Produkt. Ansonsten Patreon, Steady, PayPal. Ihr könnt uns auf alle möglichen Arten unterstützen. Wäre auf jeden Fall super, wenn weitere von euch auf diesen schönen, doch etwas längeren Zug mittlerweile aufspringen würde. Ich sage tschüss, macht's gut und bis bald.